Also ich sag einfach nochmal, moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Steffen von Quadriding TV. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich weiß nicht, ob das vorhin geklappt hat, aber irgendwie hat meine Kamera rumgesponnen. Da gab es einmal kurz SD-Kartenfehler. Ich weiß nicht, was hier aufgenommen wurde oder was nicht. Wir fangen einfach nochmal von vorne an, weil es so schön war, nicht? Als erstes begrüße ich euch natürlich hier auf meinem Kanal für die Leute, die neu sind. Für die, die schon länger dabei sind, herzlich willkommen, ja, neue Saison. Das heißt, wir sind ja nicht beim Fußball hier, also, ja, aber, ja doch, man, also ich sag mal so, Motorrad sagt man ja auch, Motorradsaison, also neue Quad-Saison. Ne, es freut mich, ich bin endlich wieder unterwegs. Ich bin auch schon, muss ich zugeben, ja, ich bin schon ein paar Mal gefahren, aber bis dato war es irgendwie ein bisschen schwierig, Videos aufzunehmen. Das ist immer so, ja, dann fahren viele zusammen und dann hat man irgendwie nicht so einen richtigen Plan, über was man überhaupt ist. Also, ich sag ganz ehrlich, also ich bin ja nicht der Typ, der sich im Winter hinsetzt und überlegt, ja, was könnte ich denn nächstes Jahr, über was könnte ich denn reden in den Videos. Ich bin da so ein bisschen, ja, sehr spontan. Ich habe natürlich immer so ein paar Ideen, aber pff, ganz ehrlich, also euch geht's doch hier ums Quad. Nicht ums Gelaber von mir. Ich kann auch mal ein Video machen, wo ich nichts laber. Ihr habt da einfach nur schönen Sound und nicht das Geschwätze von mir. Aber das Wetter passt halt auch, nicht? Es ist ab und an noch so ein bisschen, ja, es ist halt April, nicht? Da ist halt schon durchweg immer mal noch ein paar Tage dabei, die scheiße sind. Aber an für sich kann man da schon fahren, nicht? Also temperaturtechnisch haben wir heute 21 Grad. Damit lässt sich arbeiten. Ach, guck mal da an, da haben wir ja einen Kollegen hier. Das ist ja auch mal wieder was selten, dass man mal wieder noch andere Quadfahrer sieht, nicht? Noch so ein Bekloppter, der bei dem schönen Wetter durch die Gegend fährt. Da müsste man doch eigentlich daheim sitzen. Verschlossen, Rollladen runter. Das ist ja nicht auszuhalten, das Wetter. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, seit wann ihr wieder unterwegs seid. Oder, ja, oder ob ihr so verrückt seid und einfach auch bei schlechtem Wetter fahrt. Weil ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Typ, ich fahre auch mal bei Regen, so ist es nett. Aber gerade mit der Vierzylinder, weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Fan von Regen, das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe zwar hier die Maxis drauf, die Spears, die sind eigentlich für Nässe ganz gut. Aber na, ich weiß nicht. Das brauche ich nicht unbedingt. Wer das mag, soll das gerne machen. Ich muss aber sagen, ich muss mich heute mal irgendwie ein bisschen an den Helm gewöhnen, weil ich habe normal zum Privatfahren, nicht, mit Freunden oder so, oder wenn ich wirklich allein unterwegs bin und kein Video aufnehme, habe ich eigentlich einen anderen Helm. Und zwar ist das der HJC Schlag mich tot, keine Ahnung, der Ghost Rider Helm. Habt ihr vielleicht schon mal auf Instagram gesehen, wer mich da verfolgt. Ansonsten könnt ihr da gerne auch mal schauen, da gibt es immer schöne Bilder. Ja, wie gesagt, da habe ich eigentlich den privat auf und der ist halt vom Wind her viel, viel besser. Also von der Dämmung, vom Windgeräusch. Und ich habe das Gefühl, ich muss hier mit dem Nolan brutalst in den Helm schreien, damit ich mich überhaupt selber noch verstehe. Ich sag mal, ich fahre eigentlich mit dem Helm hier ganz gern wegen der GoPro, weil halt der, ich sag mal, der Motorsound, nicht, der kommt halt eigentlich ganz geil rüber für euch. Ihr hört das dann halt schön. Aber es ist halt schon krass der Unterschied, nicht? Da merken wir mal die Helme. Ja, und jetzt haben wir hier so eine schöne Strecke, wo man mal ein bisschen, ja, dann hast du den vorne dran, aber gut. Wer kann nichts dafür, wer fährt Opel. Die SMC steht übrigens noch bei mir in der Garage, ich habe sie noch nicht verkauft. Die muss noch Kleinigkeiten dran machen und dann, ja, dann wird die wahrscheinlich auch vom Hof rollen irgendwann. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht ist es auch erst nächstes Jahr, aber ich bin halt kein Fan, wenn die dann ewig rumsteht. Ich habe sie zwar aufgebockt, damit sie keinen Standplatten kriegt, aber ist ja auch nicht geil. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch anspringt. Ich fahre aktuell mit der Batterie in diesem, also das Quad, die Batterie in der Triton hier, ist die Batterie von der SMC, weil die Batterie von der hier im Winter verreckt ist. Weil ich zu spät geladen habe. Weil in meiner Garage habe ich keinen Strom. Und ja, da habe ich die Batterie
Ja, dann habe ich die Batterie vergessen. Und dann wollte ich fahren, als es wieder wärmer wurde. Aber ja, das Quad hat gesagt, nein, hab keine Lust. Aber ich muss sagen, ich habe ja, ich habe schon Tränen in den Augen, muss ich ehrlich sagen. Da steckt halt viel Arbeit drin in der SMC, nicht? Wenn du anfängst, irgendwo dran rumzuschrauben, dann ist es halt deins und dann steckst du da viel Liebe, viel Kreativität rein. Und sobald du das Ding dann verkaufst, hast du einfach das Problem, dass es dir wehtut, nicht? So ein bisschen. Zumindest ein bisschen, ja. Aber gut. Ich sag mal, es gibt Leute, die sagen, ja, ich brauche mehrere Quads. Ich persönlich fahre halt eigentlich nur auf der Straße, deswegen brauche ich keine zwei Quads, so rum. Die Versprecher sind natürlich dieses Jahr auch wieder dabei. Nee, ich brauche natürlich nicht meinen, dass die fehlen. Aber hier wird nichts rausgeschnitten. Bei mir gehört das zu, nicht? Ja, man muss ja, also bitte, man muss ja den Kindern hier auch mal ihren Spaß gönnen. Aber ja, jetzt für mich war das jetzt ja richtig schlimm. Ich wollte das ja gar nicht, wurde ja genötigt dazu. Also, muss man auch mal ein bisschen Verständnis für haben, oder Leute? Also, es ist ja für, um den Willen der Kinder, nicht um meinen Willen. Also, bitte, sowas macht ja keinen Spaß hier. Also, mit dem Gas rumspielen, ey, wo sind wir denn her? Also Leute, was gibt es noch dieses Jahr Neues? Also ganz, ganz klar, ihr könnt euch mal drauf gefasst machen, es gibt die ganz normalen Videos, es gibt Vlogs, da reden wir irgendwas, es gibt Vlogs, wir reden über irgendwelche bestimmten Themen, über Squad, über irgendwelche Sachen, die umgebaut werden, alles möglich, dies, das. Es wird Videos geben wie ja, diese Feel the Moment Videos, einfach nur Musik oder auch einfach mal gar nichts, purer Quad-Sound. Vielleicht noch ein paar zwitschernde Vögel außenrum, nicht? Vielleicht ein paar schreiende Leute, die sich aufregen. Nee, aber... Wie gesagt, einfach, wie ihr es gewohnt seid, vielleicht kommt auch mal noch ein bisschen was Neues. Ich habe für dieses Jahr was richtig Cooles geplant. Ich möchte dieses Jahr mit meinem Quad in den Urlaub. Also jetzt nicht falsch verstehen, also ich möchte ans, eigentlich würde ich gerne ans Meer, nicht? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber so Italien oder so irgendwas, weiß ich, liegt auch am Meer, aber so weit nach Italien runter nicht. Aber so, also, ja, Gardasee oder was auch immer, hier Lago Maggiore oder was es da alles gibt, nicht? Aber nicht mit dem Quad hinfahren, sondern Quad ins Auto laden und dann mit der Family, mit den anderen Quads, mit der Lena, mit meiner Schwester, mit meinem Vater, alles aufgeladen, mit ein paar Freunden noch und dann mal schön ins Ausland mal Urlaub machen. Und wenn das alles so klappt, wie ich das mir vorstelle und wie wir das noch planen und hast du nicht gesehen, dann nehme ich euch da natürlich mit, nicht? Dann machen wir da ein paar schöne Videos, wo wir da ein bisschen durch die Gegend fahren, haben wir mal ein bisschen andere Location als immer nur hier. Ich glaube, manche Leute kennen hier wahrscheinlich schon die Strecken, die sehen, dass ich 3 Jahre lang schon an derselben Kacke immer vorbeifahre. nee, das hatte ich mir so überlegt, das wollte ich eigentlich. Also abgesehen, also das hat jetzt nichts mit YouTube zu tun, das ist freie Entscheidung, das wollte ich einfach gerne machen. Ja, meine Lieben, das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein fürs erste Video. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder da bin. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wer mich vermisst hat. Würde mich freuen. Ja, ich hoffe, euch hat das erste Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wer den Kanal noch nicht abonniert hat und keine weiteren Videos mehr verpassen will. Da gibt es so einen schönen Knopf, da steht Abonnieren drauf. Gerne mal draufklicken. Kostet nichts und ihr werdet Teil von meiner Community und verpasst dann auch gar kein Video mehr. Ansonsten, ihr wisst, kann ich gar nicht mehr viel sagen. Meine Fresse, 2 Versprecher in einem Video, das ist schon wieder richtig Standard.
Ja, kann ich nicht mehr viel sagen, außer tschüss, ciao. Ich bin raus, euer Steffen von Quadrailing TV. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, und Peace.